Willkommen bei Kurz und Kompakt. Das waren einige der wichtigsten Eisenbahnthemen im Dezember. Die Deutsche Bahn, ÖBB, SNCF und SBB haben sich auf den Ausbau des europäischen Nachtzugverkehrs verständigt. Die Vereinbarung sieht den Betrieb von weiteren Nightjet-Verbindungen vor, die zwischen 2021 und 2024 starten sollen. Zum neuen Liniennetz gehören unter anderem Verbindungen wie Berlin-Paris und Zürich-Barcelona. Zwischen München und Zürich ist eine schnellere Eurocity-Verbindung offiziell in Betrieb gegangen. Die Strecke war zuvor für rund 500 Millionen Euro ausgebaut und elektrifiziert worden. Bislang waren dort Personenzüge mit Dieselloks im Einsatz, die eine deutlich längere Fahrzeit hatten. Überschattet wurde die Premierenfahrt allerdings von einer Panne, weil ein SBB-Zug versehentlich auf ein falsches, nicht elektrifiziertes Gleis geleitet wurde. Durch den Vorfall kam es zu Beschädigungen am Stromabnehmer und der Oberleitung. Der Zug musste anschließend mit einer Diesellok abgeschleppt werden. Der Einzelwagenerprobungsträger für den neuen Siemens-Zug Velaro Novo wurde kürzlich auf sein Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten getestet. Dabei erreichte der Versuchszug ICES, in den der neue Wagen integriert ist, eine Geschwindigkeit von 360 km/h. Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen künftig auch Tests mit Tempo 400 durchgeführt werden. Der Bund und die Deutsche Bahn wollen die Zahl der vom Schienenlärm betroffenen Anwohner bis 2030 halbieren. Nach Angaben von Verkehrsminister Scheuer würden davon rund 800.000 Menschen profitieren. Seit mittlerweile über 20 Jahren wurden bereits mehr als 1,5 Milliarden Euro in die Lärmreduzierung an Bahnstrecken investiert. Mitte Dezember ist zudem ein neues Schienenlärmschutzgesetz in Kraft getreten, das den Einsatz von besonders lauten Güterzügen verbietet. Rund 183.000 Güterwagen mussten dafür auf leisere Bremssohlen umgerüstet werden. Verstöße gegen das neue Gesetz sollen aber erst ab Ende 2021 geahndet werden. Vor dem Landesgericht in Wien ist ein Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der 44-jährige Iraker, der seit 2013 in Österreich lebt, hatte vor gut zwei Jahren versucht, mehrere ICE-Züge in Deutschland entgleisen zu lassen. Das Gericht stufte die Straftat als terroristische Handlung ein. Glücklicherweise entstand bei den Anschlägen im Herbst 2018 nur Sachschaden. Verletzt wurde damals niemand. Die Bauarbeiten für die neue ICE-Trasse zwischen Wendlingen und Ulm kommen nach Angaben der Deutschen Bahn gut voran. Rund die Hälfte der knapp 60 Kilometer langen Trasse verfügt bereits über Gleise. Ein Großteil der Strecke ist mittlerweile im Rohbau fertiggestellt. Ende 2022, also in knapp zwei Jahren, soll die Neubaustrecke, die Teil des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm ist, in Betrieb gehen. Die Strecke ist für 250 km/h ausgelegt.